Good morning, Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und heute mit einem Fahrzeug, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde. Gerade in der Forza Horizon Historie. Es ist das erste Fahrzeug, welches ich in einem Forza-Titel je selbst besessen habe. Und ich rede natürlich, wie ihr ihn schon seht, vom 1969er Chevrolet Camaro Supersport Coupé oder Chevrolet Camaro SS Coupé. Auch wenn Chevrolet nicht so ein riesengroßer Fan von dieser Bezeichnung geworden ist mittlerweile, kann ich gleich noch drauf eingehen, warum das denn der Fall ist. Aber ja, diesen Wagen werden wir heute fahren, serienmäßig ein bisschen durch die Gegend fahren, weil das auch sehr cool ist mit den alten Pony Cars / Muscle Cars. Nicht über die Teststrecke fahren, das hatten wir erst vor ein paar Folgen. Ich glaube so vor knapp 100 Folgen, deswegen ist das noch nicht so ganz notwendig, da nochmal neu aufzufrischen. Aber ja, erstmal vielleicht ein paar Daten zu diesem Fahrzeug. Und zwar haben wir unter der Haube einen 6,5 Liter V8 mit stolzen 380 PS, was sehr, sehr viel für einen Pony Car ist, und 563 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf knapp 1,6 Tonnen Leergewicht. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 6,5 Sekunden. Eine Topspeed soll er haben von 190 km/h. Preislich, wenn man das Ganze umrechnet, würde er heutzutage etwa 20.350 Euro kosten, was scheiße günstig ist. Es wurden insgesamt von diesem Supersport Coupé 4.889 Stück gebaut. Und der Motor unter der Haube trägt die Bezeichnung L78 Motor. Es ist eigentlich weltbekannt, der 396 Cubic Inch Motor. Wir können auch mal, nee, wir können nicht unter die Haube schauen. Super, wir können die Scheinwerfer ganz kurz mal anmachen, ist auch ganz schön. Und ja, hier auf der Haube, nicht auf der Haube, im Grill, Entschuldigung, sitzt eigentlich ein SS-Logo, ein Supersport-Logo. Genauso auch hier an der Seite im Regelfall gibt es ein Supersport-Logo. Allerdings hat Chevrolet irgendwann beschlossen, ich glaube zu Horizon 3 Zeiten dann, also 2016 rum, dürfte das gewesen sein, haben sie beschlossen, dass sie das SS-Logo in Videospielen nicht mehr verbreiten wollen. Wir als Deutsche sollten wissen, warum. Und wollen deswegen, oder haben deswegen gesagt, okay, die Logos werden entfernt und die Fahrzeuge heißen dann statt Camaro SS beispielsweise Camaro Supersport. Kann man jetzt davon halten, was man will. Ich persönlich denke mir, gut, ich kann verstehen, warum, klar. Ich kann nur, ja, die Handlung dahinter nicht so ganz. Ich bin da nicht der größte Fan davon, weil am Ende des Tages glaube ich, dass niemand durch dieses Fahrzeug Chevrolet mit irgendwelchen nationalsozialistischen Gedanken in Verbindung bringen würde. Aber ja, wenn du halt so eine große Firma bist, dann musst du auf Nummer sicher gehen. Deswegen kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Aber der größte Fan von der Entscheidung bin ich nicht. So, nichtsdestotrotz werden wir diesen Wagen mal ganz kurz fahren, beziehungsweise werden ihn ein bisschen länger fahren natürlich, aber erstmal anhören und dann serienmäßig kurz fahren. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Ja, klingt ganz okay. Was mir halt so ein bisschen fehlt, ist so gerade dieser Idle-Sound bei den alten Ami-Motoren. Wenn du mal so ein Ami im Leerlauf gehört hast, da hörst du sehr, sehr viel und das hörst du immer noch sehr, sehr laut. Das fehlt mir halt ein bisschen und generell klingt mir auch der hier leider wieder ein bisschen zu sauber. Die laufen unruhig, das musst du hören. Das, ja, ist ein bisschen schade. Da würde ich mir halt wünschen, dass Play-On Games gerade bei älteren Ami-Motoren vielleicht nochmal rangeht, für Horizon 5, für Motorsport 8 dann dementsprechend. Und da einfach nochmal ein bisschen was anpackt. Würde ich sehr, sehr gut heißen, einfach nur. So. Ja, wie gesagt, das hier war das allererste Fahrzeug, welches ich in Forza je besessen habe. Man hatte damals in Horizon 2, was ja bekanntlich mein erster Forza-Titel war. April 2015 habe ich mir eine Xbox One zugelegt. Und dazu eben auch Forza Horizon 2. Da hatte man ja die Wahl zwischen dem BMW Z4 S-Drive 35 ES, dem Toyota Supra Mark IV dürfte das gewesen sein, und eben den Camaro hier. Und da ich damals schon ein riesengroßer Ami-Fan war, ja, habe ich mich selbstverständlich dann für den Camaro entschieden. Wir werden da auch später noch ein schönes Yenko-Design drauf machen, weil das auch die Lackierung war, mit der ich den Wagen gefahren bin. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so auf die Autobahn gefahren bin. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, ich hatte damals schon einen sehr, sehr schlichten Autogeschmack. Aber eine Sache, ein großes Mysterium
worauf man vielleicht noch ganz kurz eingehen kann. Was genau bedeutet Camaro eigentlich? Woher kommt dieser Name? Ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der sich vielleicht schon mal ein bisschen mit der Camaro beschäftigt hat, wird irgendwo oder wird es in die Kommentare schreiben, ja, das ist doch ganz klar, genau daher kommt dieser Name. Und von 10 Leuten werden wir 10 verschiedene Theorien bekommen, denn am Ende des Tages gibt es keine Erklärung. Camaro ist in keiner Sprache auf dieser Welt ein Wort, was man irgendwie herangezogen hat, um diesen Namen zu bilden, so wie man es ja ganz gerne mal macht. Nein, sondern ja, es gab von General Motors im Endeffekt selbst eine unfassbare Anzahl an Äußerungen, was das Wort Camaro denn bedeutet, woher dieser Name kam. Ich kann ja mal so 3 Stück, die mir gerade spontan einfallen, aufzählen. Beispielsweise sehr, sehr bekannt, sehr, sehr verbreitet ist, dass das Wort französisch ist. Wie gesagt, ist es nicht. Was auch noch nicht so unbekannt ist, ist, dass es für die Kameradship, also Kameradschaft zwischen Mann und Maschine steht. Oder aber, das ist jetzt eine eher unbekannte Erklärung, die allerdings auch gefallen ist, dass Pete Est einfach, Pete Est war glaube ich damals der CEO von General Motors, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass der sich einfach 6 Damen in einen Raum gestellt hat, die alle einen Buchstaben hochgehalten haben. Und ja, so sollte dann Camaro augenscheinlich entstanden sein, dieses Wort. Aber wie gesagt, es gibt noch so viele andere Theorien. Manch anderer vermutet einfach, dass man halt gesagt hat, okay, das klingt einfach cool. Irgendjemand hat das mal in den Raum geworfen bei General Motors. Die haben dann gesagt, jo, klingt cool, nehmen wir. Was existiert noch? Pete Est beispielsweise soll, oder hat auch gesagt, dass die Camaro ein kleines Tier ist, welches Mustangs auf ist. Natürlich logischerweise in Anlehnung darauf, dass die Camaro der Hauptkonkurrent zum Ford Mustang ist. Wie gesagt, es gibt eine unfassbare Anzahl an Theorien, die alle von General Motors selber kamen, sodass man im Endeffekt sagen kann, man wird niemals rausfinden, was Camaro bedeutet, wofür Camaro steht. Das wirst du nicht rausfinden, auf keinen Fall. Kann sich jeder selber vielleicht eine Theorie aussuchen. Ich bin eigentlich ein großer Fan von der Kameradschaft-Erklärung. Klingt für mich auch so mitunter am logischsten. Aber wie gesagt, am Ende des Tages bin ich mir ziemlich sicher, dass man nie dahinter kommen wird. Oh, der Mustang klingt übel gerade da vorne. Also übel gut. Da schießen wir dem erstmal ins Heck und machen die Auspuffanlage wieder ganz. So, ja, ich hatte tatsächlich einfach mal Bock, so ein Ponycar im Winter zu fahren. Und eigentlich wollte ich die zweite Generation vom Camaro auspacken, die Z28 aus dem Jahre 1970. Also quasi genau das Nachfolgermodell. Aber nee, dann dachte ich mir, Mensch, die First-Gen Camaro bekommt irgendwie ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit, finde ich. Ich meine, es wird sehr, sehr viel, wenn man von Camaro spricht, sprechen sehr viele von der zweiten Generation Camaro. Weil die einfach sehr kontrovers ist im Design, muss man einfach sagen. Diese Fisheye-Optik, wenn man so möchte. Im Endeffekt, was sie getan haben, das kann man ja vielleicht auch mal, dem einen oder anderen wird es dann auch vielleicht direkt auffallen, was man halt an der Front vom Camaro getan hat, man hat die Scheinwerfer aus dem Grill rausgezogen. Das ist so die größte Änderung, was dann allerdings, wie gesagt, zu dieser Fischaugenoptik geführt hat. Manche lieben es, manche hassen es. Ich persönlich finde es super cool. Vor allem die früheren Modelle der zweiten Generation, die späteren Modelle, dann zu den späten 70ern. Ja, geht so, ne? Waren jetzt nicht mehr so die allerschönsten für mich, weil die auch nicht mehr so bullig waren. Aber ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ob man die zweite Generation geliebt hat oder nicht. Aber was natürlich auch ein großer Faktor ist, die erste Generation der Camaro wurde nicht lange gebaut. Gerade mal 3 Jahre, von 67 bis 69. 1970 kam dann ja schon die zweite Generation. Aber das heißt nicht, dass dieser Wagen hier, die erste Generation, nicht erfolgreich war. Denn im Jahre 1969 hat die Camaro, oder hat Chevrolet besser gesagt, erstmals
mehr Camaros verkauft, als Ford den Mustang verkauft hat, was eine unfassbare Errungenschaft ist, wenn man bedenkt, dass man beim Mustang, als er vorgestellt wurde, so viel verkauft hat, wie man konnte, wortwörtlich. Man kam mit der Produktion nicht hinterher. Da ist das schon eine ordentliche Ansage, wenn halt so ein Camaro dann einfach mal kommt und sagt, yo, ich bin jetzt hier und ich bin genauso krass wie du. Und was man auch sagen kann, in Sachen Performance war der Camaro damals schon einen Tacken besser als der Mustang. Ist er auch heutzutage definitiv. Also da hat sich relativ wenig geändert. Das war ja dann auch eigentlich ein Overkill quasi, als der Camaro überhaupt zurückkam. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und ja, der Camaro SS dann halt mal den Mustang GT komplett zerlegt hat, und zwar so ziemlich überall. Das war schon eine Ansage, definitiv. Camaro und Mustang gehören halt einfach zusammen. Du kannst keine Folge über den Camaro machen, ohne über den Mustang zu sprechen. Das ist unmöglich. Der Camaro ist ausschließlich entstanden, um den Ford Mustang zu besiegen. Das ist einfach so. Aber da sieht man halt auch, was für einen Impact der Mustang hatte damals auf die Automobilindustrie. Die kommen halt an, stellen da eine Karre hin, die wird geliebt von jung und alt, und alle anderen Marken stehen auf einmal da und denken sich, scheiße, wir haben nichts, was wir dagegen anstellen können. Auch der Challenger hat ja relativ lange gedauert, bis er dann da war. Von Dodge, also das Pony-Car-Äquivalent von Dodge, wenn man beim Challenger wirklich von Pony-Car sprechen möchte. Für mich ist der echt ein Tacken zu groß für Pony-Car. Aber gut, das ist eine andere Nummer. So, wir gehen erstmal zum Tuning über. Wir können natürlich alles einbauen, was wir in Horizon 3 schon konnten. Wir könnten ihn aufladen, das lassen wir mal sein. Dann hier natürlich, jawohl, lassen wir alles weg. Ja, nee. Lustigerweise gab es vom Camaro auch eine RS-Variante. Das Ganze stand nicht für Racing, sondern für Rally. Ja, gut, ich weiß nicht, was Chevy vorhatte mit dem Wagen, aber so krasse Rallye-Auftritte hatte der nicht in meinen Augen. Also, ich könnte da jetzt falsch liegen. Oh ne, mit dem die Oldtimer-Rennreifen. Aber ich glaube, der Camaro ist nicht so bekannt für seine Rallye-Einsätze. Wie gesagt, ich könnte mich täuschen. So. Und nur weil ich weiß, dass das schon wieder eine Diskussion anzetteln wird, auf die ich eigentlich jetzt schon wieder keinen Bock habe. Die Reifen passen nicht. Die sehen irgendwie komisch aus, die Oldtimer-Rennreifen. Nee, aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Worauf ich ansprechen wollte, tatsächlich, ist es der Camaro oder ist es die Camaro? Das ist eine Diskussion, auf die habe ich einfach keinen Bock. Ich sage einfach mal so, wie mein Standpunkt zu der ganzen Sache ist. Mir persönlich ist es scheißegal, ob jemand der oder die Camaro sagt. Genauso wie es das für mich bei NSX beispielsweise ist. Oder bei Supra oder was auch immer. Ich meine, ich versuche mir natürlich anzugewöhnen, dass ich halt auf die korrekten Artikel zurückgreife. Aber am Ende des Tages, wenn es dich wirklich so triggert, dann hast du, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Nichtsdestotrotz, nur um da mal vielleicht ganz kurz drauf einzugehen, wie es ich jetzt speziell bei Camaro sehe, der oder die Camaro. Es kommt bei mir, das ist wahrscheinlich ein sehr spezieller Fall, bei mir persönlich kommt es ganz drauf an, ob ich es deutsch oder amerikanisch ausspreche, also Englisch. Wenn ich Camaro sage, dann sage ich die Camaro. Wenn ich Camaro sage, also das Deutsche, den deutschen Namen ausspreche, dann sage ich der Camaro. Ich sage höchst selten der Camaro, wobei das auch ab und zu mal vorkommt, aber was ich noch seltener sage, ist die Camaro. Das kommt eigentlich quasi gar nicht vor. Und wenn, dann nur aus Versehen. So mache ich das halt bei diesem speziellen Modellnamen. So, ich hätte sehr gerne ein Yenko-Design. Kriegen wir da eins hin? So richtig schön, sacre bleu.
Weil das Heringkuh-Design war, wie gesagt, halt auch genau das, womit ich damals den Wagen gefahren bin. Das wäre so schön, wenn wir da jetzt ein ordentliches finden würden, aber ich glaube schon. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, Farbe ist gut. Oh ja. Das ist schon eine schöne Lackierung, auch wenn, nee. Nee, der Flügel passt nicht. Die Lackierung ist schön, aber das Design nicht. Und ja, dieser Satz war richtig. Ich weiß nicht, da war gerade ein Fast and Furious Design. Die Fast and Furious Camaro ist ja auch im Prinzip ausschließlich eine Jenko. Das heißt, das könnte man tatsächlich einfach mal probieren, ganz kurz. Ja, man hat auch mit diesem 6,5 Liter Motor beispielsweise die Regularien, die General Motors damals gesetzt hatte. Oh ja, das passt. Diese Regularien hat man einfach mal komplett umgangen. General Motors tatsächlich dachte oder hat damals gesagt, ey, wir wollen uns ein bisschen aus dem Racing zurückziehen. Und hat auch zeitgleich gesagt an alle Marken, dass Mittelklasse, also mittelgroße Fahrzeuge, keinen Motor haben dürfen, der größer als 6,6 Liter ist. Gut, wenn du so eine Regelung heute aufstellen würdest, dann hätten da, glaube ich, relativ wenige Marken ein großes Problem damit. Aber damals war es halt echt so, ja, eine schwierige Nummer. Aber genau diese Regelung hat uns im Endeffekt auch die Ponycars in erster Linie gebracht, denn durch diese Regelung ist der Pontiac GTO entstanden, indem man General Motors hat halt auch zeitgleich gesagt, so ey, wir wollen auch keine wirklich sportlichen Fahrzeuge mehr für die Straße haben. Sportlichkeit war damals Power. Das war einfach so. Und dann dachte man sich bei Pontiac damals halt, okay, dann nehmen wir halt keinen großen Wagen mit einem großen Motor, sondern nehmen halt einen kleinen Wagen mit einem großen Motor. Allerdings gab es halt diese Regelung und deswegen konnte man nicht den größten Motor nehmen, sondern musste halt auf die Small Blocks zurückgreifen. Ja, das sind Small Blocks. In 400 Metern links abbiegen. Und so ist damals eben der Pontiac GTO entstanden. So ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst, Links wenn man abbiegen. diese Regelung in die Entstehungsgeschichte mit einbeziehen möchte oder halt ausschließlich auf diese Geschichte eingehen möchte. Aber gut, darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht raus, sondern die Regelung mit dem 6,6 Liter Motor hat immer noch 69 existiert. Das heißt, wir haben hier mit einem 6,5 Liter Motor Du hast dein Ziel das erreicht. absolute Limit, die In absolute 200 Metern Obergrenze. scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Mehr wäre nicht gegangen. Und natürlich hätte man mehr Leistung rausholen können. Es gibt auch leistungsstärkere Varianten von diesem 6,5 Liter Motor. Aber ja, wie gesagt, das hier war damals echt eine ordentliche Nummer. Und lustigerweise, 400 auch Metern bezogen rechts auf diese abbiegen. Regulierung, gab es dann Firmen, wie auch Jenko beispielsweise, die dann Rechts halt abbiegen. Camaros verkauft haben mit größeren Motoren, weil sie nicht an General Motors gebunden waren, sondern ja, waren dann eben quasi frei in ihrer Entfaltung und konnten in die Camaros, die sie dann verkauft Du haben, hast die dein dann halt Ziel keine erreicht. Chevrolet Camaros mehr waren, im klassischen Sinn, sondern halt dann unter anderem Namen verkauft wurden, mit eben größeren Motor als 6,6 Liter verkauft. Wie beispielsweise, darunter ist dann auch die Copo Camaro entstanden. Copo könnte dem einen oder anderen heute noch ein Begriff sein. Die Copo Camaros sind heutzutage absolute Drag-Monster, die ab und zu mal so als One-Off-Modelle vorgestellt werden, die dann Zeiten haben von 0 auf 100 mit den richtigen Reifen 2,3 Sekunden oder so. Aber nee, damals waren das tatsächlich, war das noch ein Straßenfahrzeug, die Copo Camaro, die dann eben auch einen größeren Motor hatte. Ich meine, es war ein 7,0 Liter V8. Und das wurde dann eben durch dieses Loophole gemacht, quasi. Indem man gesagt hat, okay, wir kaufen einfach die Camaros und dann dürfen wir ja größere Motoren reinhauen. War rechtlich korrekt, definitiv.
Hat dann auch dazu geführt, dass irgendwann diese Regelung einfach aufgehoben wurde, damit Chevrolet halt damals damit die großen Moneten verdient und nicht andere Firmen. Aber ja, dadurch ist dann auch Chevrolet oder General Motors generell wieder zurück ins Racing eingestiegen. In der NASCAR war Chevy wieder mit vorhanden, in der Trans-Am-Serie ist der Camaro beispielsweise gefahren. Was natürlich Sinn ergibt, wenn wir parallel halt zur Camaro beispielsweise den Firebird haben. Firebird war ja schon immer das Schwestermodell zum Camaro, von Anfang bis Ende eigentlich. Und natürlich Firebird Trans-Am ist klar zu erkennen, in welcher Rennserie der gefahren ist. Da hat es dann halt Sinn ergeben, den Camaro da auch reinzuschmeißen. Und der war auch gar nicht so unerfolgreich, aber das war halt eine super enge Competition. Also es gab in der Trans-Am-Serie damals eigentlich nie ein Fahrzeug, was einfach dominiert hat, glaube ich. Zumindest würde mir gerade spontan keins einfallen. Anders als bei Nesca halt beispielsweise. Als dann der Charger Daytona beispielsweise vorgestellt wurde und der Roadrunner Superbird auch mit am Start war, die haben ja alles weggebombt. Also da hatte keiner auch nur ansatzweise eine Chance dagegen. Was ich dann halt ein bisschen schade finde, dass diese Aero-Cars wie eben der Roadrunner und der Daytona, als die ja quasi zerstört wurden, in Anführungszeichen, von NASCAR, indem man gesagt hat, okay, ihr dürft zwar diese Fahrzeuge theoretisch fahren, aber euer Hubraum, den ihr maximal haben dürft, wird auf, ich glaube, 5 Liter waren es, begrenzt. Dadurch konnte man die Fahrzeuge halt nicht mehr fahren, weil damals die Motoren, die im Daytona und im Superbird drinnen waren, waren halt ein bisschen größer als die 5 Liter Motoren. Und damals hatte Chrysler einfach keinen Motor, der 5 Liter hatte, wo man so viel Leistung, die notwendig wäre, hätte raushauen können. Zumal der Daytona und der Superbird auch ein bisschen Kühlungsprobleme hatten durch die Nase vorne. Was heißt, das wäre einfach unmöglich gewesen, da noch ein kompetitives Fahrzeug aufzustellen. Aber ja, dadurch wurden diese Aero-Fahrzeuge ja getötet eigentlich über Nacht. Und mich würde halt echt interessieren, wenn das nicht passiert wäre. Wenn diese Regelung sogar heute noch vielleicht existieren würde oder eben nicht existieren würde, dass die Aero-Cars halt einfach hätten weiterfahren können. Wo wären wir gelandet? Ford hätte nachgezogen mit dem Torino, definitiv. Der Torino ist ja damals in der NASCAR angetreten für Ford. Chevrolet wäre auch nachgezogen. Ich glaube, bei Chevy war es die Nova, die in Daytona gefahren ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder die Chevelle. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es bei Chevrolet gerade tatsächlich nicht. Das tut mir leid. Aber die werden ja auch logischerweise nachgezogen, weil das war einfach das klare Siegerkonzept. Die Frage ist halt einfach, wie lange wäre das weitergegangen? Und wie extrem wäre die Entwicklung geworden? Das Ding ist halt auch, es wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, dass irgendwann auch europäische Marken sich gesagt hätten, ey, das, was sie da drüben machen, ist gar nicht so doof eigentlich. Vielleicht hätten wir dann irgendwann mal von BMW oder Mercedes so ein Aero-Car gesehen. Links abbiegen. Oder von Aston Martin oder was auch immer, oder von Ferrari. Ich meine, dass Ferrari schon nicht unbedingt wenig auf den amerikanischen Markt schaut, ist jetzt kein Geheimnis. Wäre einfach eine sehr interessante Entwicklung geworden. Aber gut, sowas stelle ich mir immer. Ich stelle mir auch die Frage, wenn die Ölkrise nie passiert wäre, wie stark wären die Muscle Cars weiter eskaliert? 400 Metern scharf links abbiegen. Würden so Marken wie Pontiac oder Plymouth heute noch existieren, scharf wenn die Ölkrise abbiegen. Nicht wäre? Ich meine, ja, die wurden dicht gemacht Jahrzehnte nach der Ölkrise. Aber durch die Ölkrise ist Pontiac beispielsweise einfach massiv eingebrochen. Die hatten durch den GTO, durch die Muscle Car Zeit, natürlich auch durch den Firebird, dann einen unfassbaren Hype wiederbekommen. Vorher hatte Pontiac
echt einfach den Status von dieser Altherrenmarke, sagen wir mal. Hat sich halt die ältere Generation gekauft. So ein bisschen das, was Mercedes vor knapp 10 Jahren hatte, dieses Standing. Durch den GTO sind ja wieder komplett durch die Decke geschossen. Und es ist zwar während der Muscle Cars halt wieder so ein bisschen abgeflachter Hype, aber trotzdem kam ja immer wieder mal ein bisschen was. Als dann der Firebird natürlich in den 80ern durch Knight Rider wieder groß, ganz, ganz groß am Start war, sind da die Verkaufs dann auch wieder in die Höhe geschossen. Aber, und das ist halt der Knackpunkt an der Sache, man konnte dem Firebird damals, die dritte Generation vom Firebird, nie wirklich mit so einer Motorisierung, wie er es verdient hätte, verkaufen. Einfach durch die Ölkrise. Ich glaube, es gab sehr, sehr wenige Firebird-Varianten, die auch nur über 200 PS hatten. Durch die Ölkrise. Und ich meine, Pontiac hatte dann zwar in den frühen 2000ern, bevor sie dann letzten Endes durch die Wirtschaftskrise wiederum ja quasi eingestellt wurden, dass die Marke halt dicht gemacht wurde, das kam ja durch die Wirtschaftskrise, dadurch, dass General Motors Geld gebraucht hat vom Staat und der Staat gesagt hat, okay, aber dann müsst ihr dicht machen ein paar Marken, dann müsst ihr definitiv ein bisschen eure Industrie runterschrauben. Im Zuge dessen wurde dann ja Hammer verkauft an eine chinesische Marke, glaube ich. Saturn wurde komplett dicht gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und Pontiac wurde eben auch dicht gemacht. Aber in den frühen 2000ern hat Pontiac einfach tatsächlich auch sehr, sehr geile Fahrzeuge gebaut. Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht dann, dass sie sich dazu entschlossen haben, Pontiac dicht zu machen. Weil der GTO, der G8 GXP, auch der Aztec beispielsweise, das waren gute Fahrzeuge. Der Soulstar ist auch. Sie sind nur zum falschen Zeitpunkt rausgekommen. Ich komme ja auch vom, wie man so schon sagt, vom Höpske auf Stöpske. Aber nee, eigentlich um auf den Ursprungspunkt wieder zurückzukommen. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn die Ölkrise nicht gewesen wäre, dann hätte man auch den Firebird beispielsweise, die dritte Generation, mit einer ordentlichen Motorisierung weiterverkaufen können. Selbes Spiel beispielsweise für die Camaro. Man hätte auch den Barracuda bei Plymouth beispielsweise definitiv weiterbauen können. Ein ordentliches Stück. Aber die Frage ist, ob man sich dadurch solche Reserven hätte anbauen können, dass man dann auch den europäischen Markt beispielsweise mal angreift oder den asiatischen. Wahrscheinlich eher den europäischen, wobei die Asiaten damals, ja, wobei schwierig, eigentlich haben die Asiaten damals, also Japan beispielsweise, die waren doch eher auf dem Trip, so kleine Motoren sind besser. Also die Lowrider-Szene ist in Japan ja erst vor ein paar Jahren gelandet, so wirklich. Durch Fast and Furious. Aber wenn dann halt wirklich so Pontiac beispielsweise das Budget gehabt hätte, den europäischen Markt anzugreifen mit einem ordentlichen Fiero beispielsweise. Der Fiero hatte ja anfangs massive Probleme. Der hat mit dem Iron Duke einen unfassbar schlechten Motor bekommen. Der war generell auch einfach am Anfang technisch nicht so ganz auf der Höhe. Und das kam aber dadurch, dass man kein Budget für Entwicklung hatte. Wenn man dieses Budget jetzt durch andere Modelle hätte wieder reinholen können, gäbe es vielleicht oder hätte es damals denn von Anfang an einen sehr ordentlichen Fiero gegeben, der sich auch in Europa beispielsweise super verkauft hätte. Vielleicht hätte man vom Fiero dann auch eine Vierzylinder-Turbo-Variante gemacht, die auch in Asien gut gelandet wäre. Und das sind tatsächlich so Geschichten, die mir einfach ab und zu in den Kopf schießen, die mich dann auch nicht mehr loslassen,
wo ich dann tatsächlich einfach mal so gedanklich, ich sitze ein paar Stunden da, mache im Endeffekt gar nichts und denke einfach drüber nach, philosophiere quasi ein bisschen, wenn man so möchte, was hätte sein können? Das ist, ja, vielleicht Zeitverschwendung. Könnte sein. Manch einer möchte es Zeitverschwendung nennen. Ich weiß nicht, ich habe da sehr viel Spaß dabei, über solche Dinge nachzudenken. So. Wir fahren jetzt einmal im Sommer. Ich habe gerade keinen Bock auf den Schnee. Ich will den Wagen jetzt auch mal unter ordentlichen Bedingungen fahren. Und ja, ich kann einfach nur sagen, fährt sich super. Also, obwohl wir hier jetzt keine Rennkomponenten eingebaut haben, ich glaube, bis auf das Differential und die Stabis gar keine. Wir haben ordentlich Traktion, der Wagen geht super voran. Er fühlt sich sehr, sehr sportlich an, definitiv. Das gefällt mir super gut. So, fahren wir hier innen vorbei. Leichte Berührung mit der Nova. Aber weil ich gerade so drüber nachdenke, es müsste eigentlich die Chevelle gewesen sein, die Chevy nach Nesca geschickt hat. Aber wie gesagt, also ich werde das auch nach der Folge einfach mal nachgucken, welcher Wagen das war. Ich meine, Nesca war ja damals die Serie, die sie alle gewinnen wollten. Ich glaube, es war die Chevelle. Aber wie gesagt, gucke ich gleich einfach mal nach. Aber ne, wir haben ja auf jeden Fall super wenig Wheelspin dafür, dass der Wagen jetzt echt über 400 PS hat. Mit Heckantrieb, auf Sportreifen, lässt sich astrein fahren, definitiv. Ist natürlich jetzt kein Lamborghini oder ein R8 oder so. Das darf man aber auch gar nicht erwarten. So. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß auch zu fahren. Ist generell auch, glaube ich, schon ein bisschen her, dass ich überhaupt mal wieder so ein Pony/Muscle-Car gefahren bin. Ein klassisches. Das muss ich öfter machen. Es macht einfach so viel Laune, diese Wagen auszufahren und euch auch ein bisschen was mitzugeben über diese Fahrzeuge. Ich meine, gut, heute habe ich eher, glaube ich, ein bisschen mehr über andere Fahrzeuge, über andere Marken gesprochen. Gerade Pontiac stand heute sehr im Fokus. Aber das passiert halt einfach. Wenn ich anfange, dann komme ich halt irgendwo anders hin vom Thema irgendwann einfach. So, nichtsdestotrotz, sehr, sehr schöne Frage. Sehr, sehr schöne Folge für mich persönlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Wagen zu fahren. Und sehr informativ war es hoffentlich auch. Ich würde sagen, das war's für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!